Deine Tagesenergien. Was steht heute an? Schauen wir doch mal rein, was die Karten uns sagen wollen. Worum geht's heute an diesem wunderschönen Tag? Ist natürlich ein allgemeines Reading, also nimm es nur an, wenn es mit dir in Resonanz geht. So, gemeinsam kommt man schneller voran, ist hier die Botschaft. Du kannst natürlich auch versuchen, als Einzelkämpfer durchs Leben zu gehen, dann wirst du auch ankommen, es wird aber länger dauern. Also wenn es irgendwas gibt, womit du dich schon eine Weile rumschlägst, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, das nervt mich so, oder ich muss dazu ganz viel googeln, weil ich mich selber damit nicht auskenne, oder mir fehlt irgendwie die Klarheit, meine Gedanken, also mein Kopf denkt die ganze Zeit, aber denkt auch immer wieder dasselbe, da fehlt neuer Input, dann haben wir hier halt die Botschaft, gemeinsam sieht man mehr, denkt man mehr, kommen andere Inspirationen nochmal dazu. Vielleicht findest du die Hilfe und Unterstützung auch in deiner Familie oder bei deinen engen Freunden. Also das sieht jetzt nicht so aus, als wenn du irgendjemand Professionelles aufsuchen solltest für die Unterstützung, die du brauchst, sondern einfach jemanden mit Lebenserfahrung. Also das könnte jetzt, weiß ich nicht, deine Eltern sein, die Großeltern, vielleicht auch Menschen einfach, die dir nahestehen, mit denen du nah verbunden bist, die einfach einen Ticken älter sind als du, also bestimmte Lebenserfahrungen schon gemacht haben. Das wäre so das, was dir heute weiterhelfen kann. Es kann natürlich auch ein Mentor sein. Vielleicht findest du das Ganze auch in einem Buch, die Antworten. Aber ich habe eher das Gefühl, es geht um Austausch, um persönliches Ansprechen. Und zu sagen, hey, ich weiß bestimmte Sachen einfach nicht. Ja, hier haben wir den Buben. Das sind ja immer so unsere Azubi-Karten, unsere Lehrlingskarten. Ich weiß einfach bestimmte Sachen nicht. Es könnte auch um Geld gehen oder um Weiterbildungen oder sowas. Wo du sagst, Mensch, wie mache ich denn das? Wie geht denn das jetzt eigentlich richtig? Und ja, du wirst es auch alleine rauskriegen. Wie gesagt, das wäre jetzt nicht so das Thema, aber es geht schneller, wenn du einfach jemanden mit mehr Lebenserfahrung hier um Unterstützung bittest. Das ist der Rat der Karten heute für dich. Lass mir ein Herzchen da, wenn es dich abholt. Und dann danke ich dir fürs Einschalten und wünsche dir einen schönen Tag.